Und dann auch noch Gas, der weht, Gas, das wehtut, ey. Aber nicht unüberwindbar ist. Natürlich. Wow. Wie soll ich da jetzt durch, bitte? Ach, das tut nicht weh, komischerweise. Na denn, egal. Weiter. Oh, runterfallen wollte ich aber auch nicht. Alles nicht so leicht hier wieder. Ach, hier bin ich wieder. Nett. Aber trotzdem habe ich noch nicht die Schiffe. Na, die werde ich bestimmt noch finden. Ach, damit wird es doch hier nichts. Aufzug. Ja, war doch klar, ey. Aufzug. Ah ja. Ciao, ciao. Wenn ich will, da hat schon, ne? Gut. Funktioniert eigentlich überhaupt mal was in diesem Drecksloch? Oh. Und wieder Framebrüche. Mann, ist das nervig. Aber auch tödlich hier. Ich denke mal, wir machen erstmal hier eine Pause, weil hier die Framebrüche wieder zunehmen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Elite Force 2. Nach einer etwas sehr langen Pause geht's nun endlich weiter. Hab mir jetzt das baugleiche Headset nochmal geholt. Wir stecken immer noch in diesem Aufzug fest. Und marschieren weiter durch diese Fabrik. In der Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Aber die Exomorphe haben natürlich schon in drei Wellen diese Stadt hier überrannt. Es gibt Munition für uns. Dafür aber auch reichlich. Ach, das wird ein Spaß, aber kein Problem für uns. Dafür ist aber hier ein Munitions- und Heilungsgerät versteckt. So. Laden uns wieder auf. Auf die Schnelle. Jetzt kommen wir zu diesem Stampfer. Ja, da müssen wir nämlich auf eine ganz bestimmte Position warten. Wo man am besten springen kann. Hier ist es nicht. Hier aber. Gut. Erledigt. Safe. Und ab in den nächsten Raum. Tja, irgendwie scheint er lieber da stehen bleiben zu wollen, anstatt zu handeln. Besser für uns, ne?
Die aktuellste Version habe ich, also kann es nicht an einem Bug liegen. Ui, Vorsicht! Uiuiui, das war ein Sprung, ey, kann ich euch sagen. Da wollt ihr direkt auf mich zulaufen. Ich habe seitlich gesehen keine Chance zum Entkommen gehabt. Da blieb natürlich dann nur der Sprung übrig. Gut. Aber macht ihr nichts. Da gibt es ja diese Station hier. Was bauen die hier eigentlich, frage ich mich. Ach ja, und ich hoffe, diese kleinen kurzen Lags sind zu verschmerzen. Gut. Das sind ja auch immer, wenn man speichert. Boah, diese fiesen Türen immer, ne? Gut, der Schuss ging gegen die Flinte. Aber macht nichts, dafür haben wir hier noch ein Munitionspack. Und finden auch gleich ein Versteck. Und es geht auch sogleich hier weiter. Mit noch mehr Munition. Aber die ist schon voll. So ein Pech, ne? Ach ja, und hier ist schon unser erstes Schiff versteckt. Tja. Nix ist. So leicht könnt ihr mich nicht überlisten. Zu dem Schiff kommen wir noch. Später. Jetzt brauchen wir erstmal wieder den Stab. Denn unser Aufzug kommt hier endlich mal an. Nur leider mit einem Basher, der uns natürlich nicht freundlich gesinnt ist. Und der auch schon einiges aushält. Hier haben wir noch den Kollegen hier, der schon mit 3 Schüssen down ist und nicht sehr weit spucken kann. Das ist natürlich sein Pech. Jetzt hole ich mir natürlich noch das Munitionspack hier für die E-Tool-Waffe, die natürlich dann wieder voll ist. Und können unseren Weg ungestört fortsetzen. Um dann nach diesem versteckten Schiff zu suchen, zum Beispiel. Hier ist dann noch ein weiteres Munitions- und Heilungspack. Die Tür ist zu. Klopf, klopf. Ja. Kohlenstoff ist ungesund. Das weiß man eigentlich schon seit dem Biologieunterricht. Ja, jetzt nehmen die Lags wieder häufiger zu. Kurzer Cut. So, nun müsste es wieder einigermaßen laufen. Wie gesagt, einigermaßen. Jetzt holen wir unser verstecktes Schiff. Nämlich hier. Und sogleich weiter. Ein weiterer Atrixianer. Ich bin von der Föderation. Können Sie uns helfen? Sie brauchen medizinische Versorgung. Ich kann Sie für den Moment stabilisieren. Haben Sie die Wesen hier gesehen? Ich bin von einem angegriffen worden, während ich versucht habe, zu einem der Shuttles zu gelangen. Einige Idril waren vor mir. Vielleicht haben Sie es zu den Shuttles geschafft. Kann den Idril nie trauen. Sie sind... Tja. Der ist hin durch einem... Naja, Exomorphenbiss. Hart, aber fair. Naja, gut. Zum nächsten Versteck kommt man über diese Konsole hier. Man sieht auch schon die grüne Tür. Jedenfalls, falls man da hinschaut.
Also schon haben wir die zwei Schiffe hier gefunden. Ja, Sprungschaden. Macht nichts, Heilstation. So, gehen wir weiter. Nächste Ebene. So. Finden Sie den Eadwill. Okay. Ja. Schon gefunden. Da ist nämlich sein Schiff. Schlechter Witz. Jo, nur leider haut er gerade ab. So ein Mist. Feigling. Und er wurde leider von diesem Großkotz wieder getroffen. Diesem Miniboss, den wir schon kennen. Dessen beste Möglichkeit eigentlich nur die Idrö-Waffen sind. Aua! Wow, macht er jetzt neuerdings im G-Modus oder was? Ui. Ui, aber er ist auch nicht unbesiegbar. Kostet nur leider scheiß viel Idrill-Munition. Alles klar, Sid. Ich bin gerade dabei, die Absturzstelle zu erkunden. Bleiben Sie am Kommunikator. Mache ich, Sir. Ah, wenigstens ist sie auch noch da. Gut zu wissen. Ach, und die Lex nehmen wieder zu. Ach, ist das ein... Ist das herrlich. So. Untersuchen Sie die Shuttle-Absturzstelle. Machen wir, Chefchen. Oh, schönes Symbol, ne? Ich hoffe mal, dass dieser Aufzug nicht stecken bleibt für unser letzter, ne? Irgendwie erinnert mich das an Alien. Wegen der Türen. Ja, der zweite Teil. Gut, runter geht's. Und nein, das Bild schwankt nicht, das ist so. Oh, wieder Munition, ist doch nett. Und gleich wieder viele Besucher. Naja, der Becher ist ja für uns aus der Entfernung kein Problem, wenn er nur draußen bleiben würde. Oh, oh. Ja, wie gesagt, wenn er draußen geblieben wäre. So. Munition und Heilung. Für Elite Force 2 gibt es aber auch eine Singleplayer-Mod, die lautet A Gate, Two Birds and the Beautiful Sky. Ich hatte bisher noch nicht wirklich gute Ergebnisse erzielt damit. Deswegen konnte ich das bisher auch nicht hochladen. Aber das werde ich da auch noch machen, als Zusatz zu dem Elite Force 1 Singleplayer-Mod, dieses Colony 7. Was leider von der Sprache her nicht ganz bugfrei war, leider. Hat man ja gesehen. Also manche Skripte sind beschädigt. Hi Becher, auch wieder da. Ich kümmere mich erstmal mit dem Mittleren hier. Und dann kann ich mich um den Becher kümmern. Munition habe ich ja genug, das gibt's ja hier. Allerorts. Hier nämlich. Bis halt auch deren Energie zu Ende geht. So. Den Aufzug kennen wir ja bereits. Aus der Atraxianer-Station. Wir gehen aber erst rechts rum, denn hier ist eines der zwei versteckten Schiffe. Nämlich hier. Zum zweiten kommen wir auch noch. Ist nicht mehr lang hier, dieser Level, dann reicht das doch erstmal. Ich wollte nur erstmal diesen Level hier abschließen, damit das teilweise mit Elite Force 2 weitergeht. Aber es wird auch in Zukunft weitergehen. Sonst scheint hier eigentlich nichts weiter versteckt zu sein. Gut. Hier vielleicht noch? Nö, gut. Nächste Hochsicherheitstür.
Wow. Du fieses Biest, du. Tja, zwei Schüsse mit dem Stab und das Ding ist hin. Das bisschen Schaden macht uns nix. Na, ist aber mal schön, ne? Was war das denn eben? Ein komischer Staub. Na? Naja. Egal. Weiter geht's. Naja, sieht auf jeden Fall eng aus hier. Engpass. Hallo? Naja, mit Bäschern vor der Tür ist auch nicht gerade zu spaßen, ne? Zum Glück können die keine Türen öffnen. Das wär's nämlich noch. Jetzt brauche ich wieder Ewigkeiten, nur um diese fixen Eatwills, nicht Eatwill, um diese blöden Extremorphe zu killen hier. Gut. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen mehr bewegen hier. Wow, ich habe ja ganz vergessen. Aber du bist ebenfalls Geschichte. Ja, und der auch. Gut. Ja, haben wir schon ein bisschen mehr Schaden eingesteckt. Aber es macht keinen Sinn, jetzt den Weg zurückzulaufen. Ist eh bald Schicht im Schacht. So. Hier ist das nächste versteckte Schiff. Damit haben wir das hier auch abgeschlossen. Manchmal lohnt es sich auch, jede noch so verschlossene Tür zu begutachten. Ah, übrigens kann man sich hier aufladen. So. Und da ist Sydney mit unserem Shuttle und die Absturzstelle. Sydney, scannen Sie nach Lebenszeichen nahe der Absturzstelle des Edul-Shuttles. Scan gestartet, Sir. Ich empfange keine Daten, Sir. Entweder sind Sie tot oder haben den Bereich verlassen. Okay, es gibt nichts mehr, was wir hier tun können. Einer zum Beamen. Ich wünsche einen kompletten Scan des Bereichs. Ich habe einige Atrexianer in einem kleinen Kommunikationsturm gefunden. Verbinden Sie. Verbindung steht. Inigor, sind Sie dort? Ja, danke, dass Sie diesen Leuten geholfen haben. Inigor, was ist los? Krindo hat mich belogen. Ich half ihm, die Einrichtung wieder aufzubauen, nachdem er mir versprochen hatte, sie nie wieder für den Krieg einzusetzen. Es war eine Lüge. Ich wollte ihn noch stoppen, aber es war zu spät. Er befahl mir, das System zu verlassen. Aber ich blieb und kam hierher, um den Atrexianern zu helfen. Krindo ist bereit, sie zu töten? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Ich erreiche ihn nicht. Wo ist er jetzt? Ich sende Ihnen die Koordinaten, aber verletzen Sie ihn nicht. Kann ich nicht versprechen. Er wird nur sicher sein, wenn Sie ihn zum Aufhören bewegen können, bevor wir ihn stoppen müssen. Ich verstehe. Aber wenn er nicht aufzuhalten ist, müssen Sie die Einrichtung zerstören. Monroe an Enterprise. Wir haben die Koordinaten von Trindo. Die Enterprise ist noch nicht reisetauglich. Nehmen Sie das Shuttle, während wir die Reparaturen fortsetzen. Wir entsenden zusätzliche Teams auf die Kolonie, um den Atrexianern zu helfen. Wir sind ja auch so gastfreundlich, ne? Naja, egal. So, noch nächste Cutscene und dann erstmal wieder Schicht im Schacht. Tag der Abrechnung, alter idyllischer Planet. Nächste Cutscene, bis gleich.
Bin ich froh, dass auf Ihren Flügen kein Essen serviert wird, Sydney. Das ist nicht meine Schuld, das ist ein elektrischer Sturm. Wir wurden getroffen, die Steuerung reagiert nicht. Bereiten Sie sich auf eine Bruchlandung vor. Ist ein guter Tag zum Sterben. Es ist kein guter Tag. Wer ist verletzt? Es muss schon mehr passieren, um einen Klingonen zu verletzen. Ich bin okay. Sydney? Sydney! Wir müssen sie hier rausholen. Jurod an Enterprise, medizinischer Notfall. Enterprise? Das muss die Interferenz des elektrischen Sturms sein. Sieht aus, als würden wir nicht mit dem Shuttle zurückfliegen. Jurod, tun Sie Ihr Bestes für Sydney. Chang, bringen Sie die Kommunikationssysteme wieder in Gang. Kontakten Sie die Enterprise und informieren Sie sie über unsere Lage. Corbin, schützen Sie hier das Shuttle. Ich suche Crindo. Warum ziehen Sie immer allein los? Der Anführer sollte sich nicht in Gefahr begeben. Danke, bis bald. Tja, kurzerhand gehen wir raus und machen das in alter Goodwill-Mission, ne? Naja. Aber das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Immer alles allein. Ja, naja. Die Gondel ist hin. Es ist überhaupt ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch heil ist. Weil eigentlich ist ja aus Antimaterie und müsste eigentlich Dinge explodieren, aber naja. Ich sag schon nichts mehr. Wie gesagt, wir sehen uns dann hier an dieser Stelle wieder und dann schauen wir uns um und suchen nach dem bösen Crindo. Bis zum nächsten Mal bei Elite Force 2.